Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Schachtrainingsvideo. Als Autodidakt des Schachspiels habe ich mir alles selber beibringen müssen. Somit hatte ich nie einen Schachlehrer, der mir richtig, ja, Inhalte richtig nahebringen konnte. Das lag daran, dass ich nur zwei Amateur-Schachlehrer hatte, die mir überhaupt mal was beigebracht haben. Danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie es getan haben. Das ist auch sehr nett gewesen. Nur meine richtigen Kenntnisse und meine Stärke, die ich jetzt auch habe, habe ich mir, wie gesagt, durch eigenes Training selbst beibringen müssen. Und damit ihr nicht auch genau dasselbe Problem habt, dass ihr also keinen Trainer habt, solltet ihr keinen haben, möchte ich das ändern und euch mein Wissen zukommen lassen. Und das möchte ich auch komplett kostenfrei tun. Also ihr dürft diese Videos auch komplett selber sehen, ohne dass ich auch irgendwelche Gebühren verlange. Dafür ist nun mal auch YouTube da. Ja, und zwar möchte ich euch, damit ihr den ersten richtigen Einblick in die Schachzusammenhänge erhaltet, die sozusagen eigentlich eines richtige Verständnis für das Spiel ermöglichen, euch meine Erkenntnisse der letzten Jahre, mit denen ich immer wieder versucht habe, wie ich das den Kindern und Schülern von mir besser beibringen kann, versuchen näher zu bringen. Und zwar sehe ich regelmäßig in letzter Zeit das Schachspiel als ein Spiel, bei dem man das sehr gut mit einer Waagschale auf der einen und einer Waagschale, einer Balkenwaage auf der anderen vergleichen kann. Also denkt euch einen alten Kaufmannsladen, darin ist eine Balkenwaage mit zwei Waagschalen und diese stellen wir jetzt zwischen die beiden Spieler, die dem Schachspiel halt beiwohnen und auf der einen und anderen Seite sitzen. Wenn jetzt der Weißspieler zum Beispiel Vorteile erringen kann, sinkt seine Waagschale ab und sollte der Schwarzspieler ausgleichen können, kann er die Waagschale wieder auf ein ausgeglichenes Niveau zurückbringen. Also es geht beim Schachspiel eigentlich um ein Gleichgewicht zwischen den Spielern und eine Veränderung dieses Gleichgewichts zu einer der beiden Seiten hin. Wenn wir jetzt allerdings die Waagschale befüllen wollen, ne, damit wir sehen, welcher Spieler besser steht, können wir das eigentlich mit vier Komponenten tun des Schachspiels. Henrik Danielsen, ein Großmeister aus Island, der jetzt in Island lebt, aber eigentlich aus Dänemark kommt, der auch einen Videokanal übrigens hier auf YouTube hat, den Link werde ich unten in die Kommentarleiste packen. Dieser Großmeister spricht von drei Kriterien: Zeit, Raum und Kraft. Diese drei Kriterien möchte ich als Spieler oder als Trainer gerne noch um eine vierte Komponente, ein viertes Kriterium erweitern, und zwar Material. Was ist jetzt genau mit diesen vier Kriterien bzw. Gewichten sozusagen, die wir in die Waagschale legen können, auf sich hat, möchte ich euch an den Anfangszügen einer Eröffnung zeigen. Und zwar ist diese Eröffnung nämlich sehr interessant, weil es da schnell Veränderungen bei diesen vier Komponenten gibt. Wir starten mit D4. D4 ist ein guter Zug, warum und so weiter, werde ich auch in den folgenden Videos nochmal genau erklären. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht eher darum, dass wir jetzt den Bauern nach vorne setzen, um Raum zu gewinnen. Da geht es um Raum auch. Schwarz tut es genauso und gleicht wieder aus. Weiß zieht jetzt direkt sehr aggressiv E4. Ist auch eine Eröffnung, die ich euch auf jeden Fall nicht rate, am Anfang eurer Karriere zu spielen. Auch vielleicht später nicht unbedingt, weil das eine sehr aggressive und auch sehr gefährliche Eröffnung ist, wo es sozusagen, du oder ich, das so auf Messerschneide ist, das eine sehr, sehr, sehr interessante Eröffnung. Auch wenn ich mit dieser Eröffnung meine bis jetzige Stärke auch errungen habe. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich euch vielleicht irgendwann mal erzähle, wenn ich über diese Öffnung was erzähle. Und jetzt geht es nämlich darum, das erste Kriterium, habe ich schon gerade erwähnt, ist Raum. Ja, wir besetzen den Raum des Brettes. Um genau zu sein, besetzen wir momentan diese
vier Felder in der Mitte. Jetzt kommt das neue Kriterium Material dazu. Der Schwarze nimmt den Bauern raus und hat somit immer noch seine 8 Bauern auf dem Brett stehen, während Weiß nur noch 7 hat. Natürlich, wenn man jetzt den Bauern auch wieder schlagen könnte, was wir allerdings nicht können, keine Figur greift diesen Bauern momentan an, dann würden wir wieder ausgleichen können. Also legt jetzt sozusagen der schwarze Spieler den weißen Bauern in seine Waagschale und die senkt sich ein bisschen runter. Wenn jetzt der Weiße nichts dafür bekommen kann, für diesen Bauern, keinen Vorteil daraus ziehen kann, dass dieser Bauer geschlagen wurde, hat er eine schlechtere Stellung. Dann sagt der Computer zum Beispiel auch regelmäßig, dass der Schwarze besser steht. Die Frage ist nur, was bekommt denn der Weißspieler für diesen Bauern? Das wollen wir in den nächsten Zügen sehen. Und zwar, der Springer geht raus, der Gegnerspringer geht auch raus. Das gleicht es wieder aus. Und jetzt kommt nämlich das Besondere an der gesamten Eröffnung. Wir opfern jetzt einen weiteren Bauern. Ja, der schwarze Spieler schlägt einen zweiten Bauern mit seinem noch nicht ersten Bauern raus. Und der weiße Spieler bekommt jetzt seinen ersten geschlagenen Bauern. Das heißt, Schwarz hat 2 geschlagen und Weiß nur einen einzigen. Also steht doch Schwarz eindeutig besser. Er hat schließlich mehr Bauern auf dem Brett. Um genau zu sein, 4 hier und 3 hier macht dann 7. Hier 4 und da 2 macht nur 6. Ist die Eröffnung also Mist für Weiß? Kann man so nicht unbedingt sagen. Das ist nämlich das Besondere bei Gambits, dass man jetzt für diesen Bauern was anderes bekommen hat. Die Frage ist nur, was? Schauen wir uns die anderen Komponenten nochmal an. Zeit, Raum und Kraft. Was bedeutet das? Der Läufer hier, der hier, kann bis hier rausgehen. Der andere Läufer kann sogar auch bis hier rausgehen. Vergleichen wir das mal mit den schwarzen Figuren. Der schwarze Läufer kann bis hier gehen. Der andere gar nicht. Woran liegt das? Richtig, die Bauern stehen alle noch auf der Grundlinie. Vergleichen wir mal die Springer. Der Weiße hat schon 2 Springer im Spiel. Der Schwarze nur einen. Angenommen, der Schwarze möchte genauso viele Figuren in kürzerer Zeit oder kürzester Zeit rausbringen, wie der Weiße es schon hat. Ja, da könnte er einen Springer raussetzen, okay. Dann konnte aber der Weiße schon 2 Läufer in 2 Zügen rausbringen und der Schwarze steht einfach eingeengter. Heißt also, das werden wir auch gleich nochmal vergleichen können, er steht nicht, was ist eingeengter, er hat weniger Raum. Ja. Wir machen mal ein paar Züge weiter. Damit der Läufer hier rausgehen kann, können wir E6 ziehen. Oder G6. Das sind 2 sehr beliebte Varianten in der Öffnung. Wir können natürlich auch erst den Läufer raussetzen, bevor wir E6 ziehen, aber ich entscheide mich einfach mal jetzt E6 zu ziehen. Das ist die Euwe-Verteidigung dieses Blackmar-Dima-Gambits. Wir entwickeln den Läufer. Der andere Läufer wird entwickelt. Entweder nach B4 oder nach E7, das sind häufige Züge. Wir entscheiden es für E7. Wir rochieren und wir rochieren. Schauen wir uns jetzt mal an. Der Läufer auf C1 wurde noch nicht entwickelt. Aber er schaut Richtung Königsflügel. Der Läufer auf D3 schaut Richtung Königsflügel. Der Springer kann hier angreifen. Der Turm kann, sobald der Springer weggezogen wurde, auf diesem wichtigen Punkt angreifen, der nämlich diesen Punkt verteidigt. Der Springer kann in kürzester Zeit herübergeführt werden, um anzugreifen. Die Dame kann zum Beispiel über E1 nach H4 gebracht werden, um auch anzugreifen. Wie man sieht, zielen nahezu alle Pfeile hier herüber zum Königsflügel. Während der Schwarze, und das ist jetzt wirklich keine schlechte Variante von Schwarz gewesen, ja, das ist meiner Meinung nach zwar die schwächste, meine persönliche Meinung, die schwächste Variante, die er ziehen konnte, das gebe ich zu, um es gut zu demonstrieren zu können,
Aber es ist eine normale Variante, wie sie auch sozusagen im Buch steht. Darf man nicht vergessen. Also, der Weiße hat alle Figuren direkt im Angriff und auch offene Linien für seine Figuren. Der Turm steht dann nicht hinter einem Bauern, der auf F2 steht, sondern er kann direkt hier auf F6 angreifen. Und der der Schwarze meine ich natürlich, der hat seine Figuren hier alle noch schön brav zu Hause stehen. Vergleichen wir nochmal unsere Komponenten. Material hat der Schwarze mehr. Ja. Dafür hat er aber weniger Zeit investieren können. Er hat seine Figuren noch nicht im Spiel, während der Weiße die alle schon fast im Spiel hat. Er hat weniger Raum, denn seine Figuren stehen auf nur drei Reihen, während die Weißen auf vieren stehen, vier Reihen, und auch in der Lage sind, ganz schnell auf die fünfte Reihe zu springen, zum Beispiel mit dem Springer oder zu gehen. Und krafttechnisch kann man ganz eindeutig sehen, der Läufer greift den gegnerischen Königsflügel an, sogar direkt einen Bauern. Die Springer können ganz schnell kräftig Druck machen und gegnerische Stellung angreifen, während es für Schwarz schwer ist, seine Figuren so hinzustellen, dass sie Kraft wirken können auf gegnerische Figuren. Das sind die Kriterien, die vier Kriterien. Und wenn wir jetzt diese Stellung mal uns anschauen, sagt uns der Computer, dass Schwarz im Vorteil steht. Er hat ja schließlich einen Bauern mehr. Aber er steht nicht einen ganzen Bauern im Vorteil, sondern nur einen halben. Warum? Weil er ja die anderen Kriterien mitberechnet, der Computer. Und er sagt, ja, der Weiße hat weniger Material. Aber dafür packen wir in seine Waagschale einen Zeit-, einen Raum- und einen Kraftvorteil. Und das ist eindeutig, ja, noch kein ganzer Ausgleich. Aber es ist zumindest ein Versuch, die Waagschalen wieder auf gleiche Höhe zu bringen. Wenn wir jetzt schauen, warum spielen nicht alle eine solche Eröffnung, eine so aggressive Eröffnung, denn das macht doch anscheinend viel mehr Spaß, angreifen zu können, als verteidigen zu müssen und Figuren noch zu Hause stehen zu haben. Gut, das ist Geschmackssache. Der Nachteil ist, sollten die Figuren sich abtauschen, bleibt der Schwarze mit einem Bauern am Ende mehr. Und dieser Bauer bedeutet dann häufig, eigentlich, wenn es ins Endspiel kommt, immer den Sieg. Na, nicht ganz immer. Hin und wieder gibt es noch Remis-Varianten oder vielleicht bekommt der Weiße auch einen Bauern wieder oder so. Klar, aber sollte es ins Endspiel kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schwarze dann gewinnt, groß. Sehr groß sogar. Ja, und deswegen ist es eine Eröffnung, jetzt oder nie. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht ja um die vier Komponenten: Zeit, Raum, Kraft und Material, die ich euch jetzt hier ein bisschen näher bringen wollte. Wenn man diese vier Kriterien alle eine Waagschale legt, für Weiß und auch für Schwarz, dann sieht man dort, wo es mehr Gewicht ist, ja, wo die Waagschale tiefer runter geht, dort steht der Spieler besser. Und wie viel Gewicht eine jeweilige, jeweiliges Kriterium hat, das gilt es als Schachspieler herauszufinden. Wie viel wiegt so ein Vorteil eines Bauern? Wie viel wiegt so ein Vorteil eines Läufers, der aktiv steht und so weiter? Das ist die Kunst des Schachspiels und das möchte ich euch helfen zu trainieren. Mit euch zusammen lernen, das richtig einzuschätzen. Und wie wir das machen, werdet ihr hoffentlich in den nächsten Videos sehen. Macht's gut, bis dann. Ciao.